New Dawn will also mit uns in den Ring steigen. Unser Rekrutierungsvideo wurde von allen großen Social-Media-Seiten gelöscht und sie wollen alle Hoster verklagen. Das wird uns eine Menge Follower kosten. Copyright-Gesetze. Nervtötend. Das ist schlimmer als nervtötend. Das ist eine Kriegserklärung. Ich lass mich nicht zensieren. Hey, New Dawn ist ein Scheißbetrug. Reiche Säcke verbrennen ihre Kohle in so einem elitären Gruppenwegsclub. Vielleicht ganz gut für uns. Keiner wird sich auf ihre Seite stellen, außer die sind dort schon Mitglied. Und diese Fake-Kirche kriegt das Fisting ihres Lebens. Was heißt Fisting? Wenn der Damenbesuch von der Hand kriegt, Josh. Oh. Sie wollen nicht, dass wir Material von ihrer Promi-Hure Jimmy Siska zeigen. Also starten wir mit ihm. Er ist der bekannteste Sprecher, den sie haben. Aber das ist Jimmy Siska. Ich meine, als ich klein war, hatte ich die Siska-Brille, den aufgestellten Kragen. Ich kannte jede Zeile aus Open Woods. Alter, ich auch. Ich habe sogar die Lunchbox. Cool. Original verpackt. Cool. Bitte nicht Siska, okay? Irgendjemand, aber nicht er. Es muss auch anders gehen, oder? Ich weiß nicht. Er ist in der Stadt und dreht Cyberdriver. Ich habe mir überlegt, vielleicht können wir mit ihm reden. Und seine Beziehung zu New Dawn demolieren. Und er kann sich wieder weniger arschig aufführen. Dann kann ich wieder meine Siska-Shirts tragen, ohne der Arsch zu sein. Moment mal, die Hand auf Besuch beim Darm? Das heißt doch, man steckt seine Faust in den... Oh. Okay, okay, wir bleiben bei Siska. New Dawn sammelt schmutzige Wäsche über ihre Promi-Lockvögel, ja? Wir checken das hiesige Center. Wir müssen nur reinkommen und seine Akte ausgraben. Sind alle dabei? Ja. Ich treibe den Stamm zusammen und treffe euch da. Lasst das Fisting beginnen. Hey, ihr habt ihn gehört. Fisting. Zu lange haben Kriminelle Schwache und Verletzte unter dem Deckmantel der Religion zum Opfer gemacht. Die Kirche namens New Dawn ist Betrug. Der Rang in der Kirche hängt vom finanziellen Beitrag ab. Loyalität wird auch von Angst. Sie halten sich für unantastbar. Das wird sich ändern. Ihr könnt helfen. Maskiert euch und es geht vor dem Rekrutierungscenter. Sagt den Anführern online, was ihr von ihnen haltet. Schicken wir ihnen gemeinsam eine Botschaft. Es reicht. DZ zeigt euch die Wahrheit. Tut, was ihr wollt. Ja, das stimmt.
Wagen! Kostet nur euer ganzes Geld! Ist das Ablenkung genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja, bin noch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung! Kostet nur euer ganzes Geld! Okay, ich geh jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das auffliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich geb mir Mühe. Gehört, dass die neue Pizzeria in Hate schon wieder zu ist? Echt? Dieses Essen? Schlechtes Image. Sie gehört zu einer Kette. Das geht gar nicht. In der ersten Woche wurden sämtliche Fenster eingeschlagen. In der zweiten ein Brandsatz. Der hat zum Glück nicht gezündet. Mein Gott, das ist ziemlich extrem. Ja, danach konnte man da als Anwohner nicht mehr hingehen. War politisch nicht korrekt. Es gab einen stillschweigenden Boykott. Oh mein Gott! Gesichert, ich geh weiter! Was zum Teufel war das? Sehen. Auf mein Zeichen! Wie interessant! Was zur Hölle? Vorsicht! Oh, nichts verloren, Derzek. Ich hab dich gewarnt. Du bist wohl zu blöd, um dich selbst zu schützen. Das ist einfach unglaublich. Thank you.
komm schon. Ja, das ist schick. Das gefällt mir. Hey, hast du das gehört? Nein, das ist nicht okay. Wow! Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit? Die wollen sein Geld haben. Natürlich, das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von! Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy, ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Im Ernst? Scheiße, das ist furchtbar. Dafür ist mir meine Zeit echt zu schade. Hey, hallo.
Kann ich helfen? Kein Geld dabei? Ach du Scheiße! Sind an ihm dran! Ihre Einsatzleitung, bleiben Sie wachsam. Mögliche Feinde in Ihrer Nähe.